Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich bewerbe mich heute um das höchste Amt, das unsere Partei zu vergeben hat. Oskar und Gregor haben ja schon einige freundliche und erklärende Worte zu mir gesagt. Ich hoffe, dass die sich dann auch in Zukunft bestätigen werden. Liebe Genossinnen und Genossen, in den vergangenen Wochen wurde ich vor allem von Journalisten oft gefragt, was ich denn anders machen wolle als Lothar Bisky und Oskar Lafontaine, welche neuen und anderen Ziele ich anstreben wolle. Meine Gegenfrage war immer, wenn Ihre Zeitung eine Auflage von über 5 Millionen hätte, würden Sie dann Ihr Konzept grundlegend ändern? Ich meine nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind bei den letzten Bundestagswahlen von über 5 Millionen Menschen für sehr konkrete Ziele gewählt worden. Ja zum gesetzlichen Mindestlohn, nein zur Rente ab 67, nein zu Hartz IV und endlich raus aus Afghanistan. Und meine Erfahrung ist, dass unsere Wähler sehr konkret und praktisch veranlagt sind und von uns die Umsetzung dieser Ziele erwarten. Und schon wenige Tage nach der Wahl bin ich auf der Straße angesprochen worden, wann wir das nun endlich hinkriegen mit dem Mindestlohn. Und da ich in meinem Wahlkreis in Berlin-Lichtenberg mehr Erststimmen als CDU, SPD, FDP und Grüne zusammenbekommen habe, könnt ihr euch sicher vorstellen, dass mich eine ganze Menge Leute auf der Straße ansprechen. Liebe Genossinnen und Genossen, seit 2002 gehöre ich dem Deutschen Bundestag an. Ich habe die Erfahrung gemacht, wie es war, allein mit meiner Kollegin Petra Pau gegen alle Fraktionen ankämpfen zu müssen. Und meine feste Überzeugung ist, hätte es damals schon eine starke Linke gegeben, wäre die Agenda 2010 mit ihren entwürdigenden Hartz-Gesetzen niemals beschlossen worden. Allein diese Erfahrung zeigt auch, wie groß unsere Verantwortung als Linke ist. Und dieser Verantwortung müssen wir auch in Zukunft immer gerecht werden, liebe Genossinnen und Genossen. Obwohl ich nun schon einige Zeit dem Deutschen Bundestag angehöre, erlebte ich am 7. Mai eine persönliche Premiere. Der Präsident des Bundestages erteilte mir eine Rüge. Ich hatte im Zusammenhang mit den Spekulationen und mit den mörderischen Auflagen des IWF gegen Griechenland gesagt, die Spekulanten sind Taliban in Nadelstreifen. Doch ich finde, diese Rüge des Präsidenten war ebenso absurd wie parteiisch. Es ist doch so, dass wir von Spekulanten terrorisiert werden und die Kanzlerin und ihr Kabinett völlig überfordert sind und nichts, aber auch gar nichts unternehmen, um die Finanzmärkte in die Schranken zu weisen. Und es ist unsere Verantwortung, und die Menschen erwarten zu Recht von uns, dass wir die Interessen gegen die Bundesregierung und gegen die Banken durchsetzen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Spekulanten wieder ungeschoren aus der Finanzkrise entlassen werden, wie wir schon im Jahr 2008 erlebt haben. Wir müssen immer wieder die Frage stellen, wer bezahlt die Zeche? Und wir müssen verhindern, dass die Arbeitnehmer, die Rentner, die Arbeitslosen, die Studenten, also das Volk, die Zeche bezahlen. Das ist unsere Aufgabe in dieser Gesellschaft. Und über einen Mangel, liebe Genossinnen und Genossen, an Herausforderungen können wir uns wirklich nicht beklagen. Wir stehen gleich vor mehreren Herkulesaufgaben. Bei laufendem Politikbetrieb müssen wir unsere dynamisch wachsende Partei organisieren, strategisch ausrichten und in ihren Strukturen den aktuellen Herausforderungen anpassen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Es geht nicht um ein Nacheinander, sondern um die gleichzeitige Bewältigung von sehr vielen komplizierten Aufgaben, zum Beispiel der Programmentwurf. Viele Genossinnen und Genossen diskutieren sehr engagiert den Programmentwurf unserer Partei. Das ist gut und richtig. Doch diese Diskussion kann nur wirklich erfolgreich sein, wenn wir sie nicht von der Lösung der alltäglichen Aufgaben abkoppeln. Die Programmdiskussion darf keine geschlossene Veranstaltung werden, aus der wir erst wieder herauskommen, wenn wir das Programm beschlossen haben. Wir brauchen eine Programmdiskussion, an der sich so viele Menschen wie möglich beteiligen,
eine Diskussion, die die anderen Parteien zwingt, über ihre Programme nachzudenken. Und da wir kein Copyright auf dieses Programm haben, gehe ich auch davon aus, dass, wie es jetzt schon manchmal passiert, einige der politischen Konkurrenten Teile unseres Programms abschreiben. Doch damit könnten wir sehr gut leben, liebe Genossinnen und Genossen. Wir werden die nächsten anderthalb Jahre gut nutzen, um diesen Programmentwurf einem Stresstest zu unterziehen. Und danach sollten wir gemeinsam unsere Erfahrungsberichte zusammentragen und über mögliche Änderungen auf einem Parteitag entscheiden. Und wenn ihr mich als Parteivorsitzende wählt, werde ich mich dafür einsetzen, dass wir am Ende ein Parteiprogramm haben, das sich nicht damit zufrieden gibt, etwas Sand ins Getriebe zu werfen, sondern das Ziel verfolgt, das Getriebe umzubauen, die Zahnräder auszuwechseln und für eine grundlegend bessere, sozialere und gerechtere Gesellschaft zu streiten, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich trete an zur Wahl als Parteivorsitzende, um innerhalb der laufenden Wahlperiode für die Umsetzung unseres Wahlprogramms zu kämpfen. Denn wir wollen die Bundesregierung nicht, wie es manchmal formuliert wird, kritisch begleiten. Das ist zu wenig. Wir wollen unser Land wirklich verändern, zum Besseren für die Mehrheit der Menschen in der Bundesrepublik. Und dazu brauchen wir mehr Mitglieder, mehr Genossinnen und Genossen. Dazu brauchen wir eine Partei, die fähig und bereit ist, für unsere Ziele zu kämpfen, die fähig und bereit ist, erfolgreiche Kampagnen zu führen. Und ich verstehe unter einer erfolgreichen Kampagne eine Kampagne, die so lange dauert, bis das Ziel, das angestrebt ist, auch erreicht wird und nicht irgendwann, wenn der Zeitpunkt vorbei ist, sie zu beenden. Und dazu brauchen die Mitglieder einer linken Partei, das ist meine feste Überzeugung, den ausdrücklichen Willen für Gemeinsamkeit und Geschlossenheit bei allen Diskussionen, die wir führen. Und immer, wenn ihr euch heftig streitet über die Politik unserer Partei, liebe Genossinnen und Genossen, dann stellt euch die Frage, was ist eigentlich der Kern der Auseinandersetzung? Ist es unser Hauptziel oder kommen wir gerade vom Wege ab? Und ich möchte euch ermuntern, unsere Hauptziele immer im Blick zu behalten und euch nicht von diesen Zielen abbringen zu lassen. Und bei der Umsetzung dieser Ziele wird es uns auch gelingen, das ist meine feste Überzeugung, Ost und West näher zusammenzubringen, um von unseren unterschiedlichen Erfahrungen zu lernen. Ich bin sehr dafür, die Unterschiede zwischen Ost und West ernst zu nehmen, sie aber nicht überzubetonen. Es gibt schließlich auch Nord-Süd-Unterschiede. Und der sogenannte Weißwurst-Äquator ist auch nicht zu unterschätzen. Und darum passt es ja auch so besonders gut, dass Klaus Ernst und ich gemeinsam für den Parteivorsitz antreten. Und, liebe Genossinnen und Genossen, wir sind alle Mitglieder der Europäischen Linkspartei. Wir arbeiten mit unseren Genossen in Lateinamerika, in Asien und in Afrika zusammen. Und da sollten wir deutsch-deutsche Probleme nicht lösen können. Das wäre doch gelacht, wenn wir daran scheitern würden. Ganze Heerscharen von politischen Konkurrenten sind damit beschäftigt, uns dazu bringen, unsere Ziele aus dem Auge zu verlieren. Jeden Tag wird versucht, uns von unseren Zielen abzubringen, uns mit netten, aber völlig überflüssigen Diskussionen aufzuhalten. Und jeden Tag wird auch versucht, Zwietracht zwischen uns zu sehen, uns in Reformer, Dogmatiker, Chaoten und Spinner einzuteilen. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, ich sage euch, lasst euch davon nicht beeindrucken. Wir brauchen das Lob unserer politischen Konkurrenten nicht. Doch ganz ohne Lob geht es nicht. Und darum möchte ich mich auch einsetzen für eine neue Anerkennungskultur in unserer Partei. Ich möchte, dass das Lob unserer Genossinnen und Genossen für alle mehr Wert hat als das Lob eines Politikmagazins oder einer Boulevardzeitung. Dazu ein Beispiel. Die Bundestagsfraktion Die Linke hatte anlässlich des 65. Jahrestages der Befreiung zu einer Veranstaltung mit dem Titel »Den Frieden feiern« Botschaftsvertreter der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges eingeladen.
Über 500 Menschen waren gekommen. Und diese Veranstaltung, das will ich euch auch sagen, sagt viel über unsere Stellung in der Gesellschaft aus. Der Intendant des Staatstheaters, in das wir eingeladen hatten, legte Wert darauf, uns persönlich zu begrüßen und einen Teil seines Programms dort zu präsentieren. Und die Vertreter der Botschaften der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Russlands betonten, keine andere politische Partei hätte sie eingeladen, um den Frieden zu feiern, um des 65. Jahrestages der Befreiung und des Kriegsendes zu gedenken. Und sie haben uns gedankt für diese Initiative. Wir können, glaube ich, darauf stolz sein, dass uns dieses gelungen ist. Und dann komme ich zu meinem Punkt. Das Lob der Presse hielt sich in Grenzen. Doch wir haben unzählige Briefe, Anrufe und Mails von Bürgerinnen und Bürgern, die daran beteiligt waren, erhalten. Und das bestätigt mich, der direkte Kontakt mit den Menschen ist durch nichts zu ersetzen. Und wenn ich gewählt werde als Parteivorsitzende, will ich auch diesen Stil fortsetzen, der direkte Kontakt mit den Menschen. Nur der wird uns dazu führen, dass wir weiter gewählt werden, allen sogenannten Experten und vielen Medien zum Trotz, dass es uns gelingen wird, gemeinsam für eine sozialere, gerechtere, bessere Zukunft, eine friedliche Zukunft für alle zu streiten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.